Die erfolgreiche Reiseautorin Carmen Rohrbach schildert in dieser autobiografischen Graphic Novel ihren Fluchtversuch aus der DDR im Jahre 1974. Im Alter von 27 Jahren versucht sie gemeinsam mit ihrem Freund in der Dunkelheit der Ostsee schwimmend, das Land zu verlassen. Nach zwei Tagen und Nächten in ständiger Angst zu ertrinken oder entdeckt zu werden, werden beide schließlich von einer Grenzpatrouille aufgegriffen. Zwei Jahre Haft folgen, bis sie ausgewiesen wird. Bald darauf bereist die studierte Biologin als Dokumentarfilmerin und Autorin die Galapagos-Inseln und schließlich die ganze Welt. Der Comic-Künstler und Illustrator Daniel Haas sowie Simon Traschinski, der die Buchvorlage Rohrbachs für diesen Comic adaptierte, legen ein beeindruckendes Werk vor, das den Menschen Carmen Rohrbach, ihren Freiheitsdrang, ihre Gefühlswelt und ihre Liebe zur Natur auf ganz besondere Weise erlebbar macht.